In Deutschland werden jährlich nur 1 bis 2 Prozent als politische Flüchtlinge anerkannt. Trotzdem verbleiben über 50 Prozent der Asylsuchenden im Land. Warum? Ein Teil kann aus bürokratischen Gründen nicht abgeschoben werden. Sei es, dass mit einem Land kein Abschiebeabkommen besteht, sei es, dass der oder die Asylsuchende keinen gültigen Pass hat. Ein weiterer Teil bekommt vorübergehenden Schutz aus humanitären Gründen, zum Beispiel weil im Herkunftsland ein Bürgerkrieg tobt. Und wiederum ein Teil kann krankheitsbedingt nicht abgeschoben werden. Diese Personengruppen nennt man Geduldete, das heißt, ihre Abschiebung wird vorübergehend ausgesetzt, maximal sechs Monate, manchmal aber auch nur Wochen oder wenige Tage. Danach muss die Duldung verlängert werden. Bei jeder Verlängerung droht die Abschiebung. Geduldete unterliegen den verschiedensten Beeinträchtigungen. Da sie keinen rechtlich gesicherten Aufenthaltsstatus haben und meist auch keine Papiere, können sie zum Beispiel kein Bankkonto öffnen, keinen Führerschein machen, keine Wohnung mieten, keiner geregelten Arbeit nachgehen und auch nicht ins Ausland reisen. Fast alles, was ein normales Leben ausmacht, ist ihnen verwehrt oder zumindest sehr erschwert. Dieser Zustand kann mehrere Jahre dauern, manchmal auch Jahrzehnte, und trotzdem kann noch nach Jahrzehnten jeden Tag die Abschiebung drohen. Aktuell sind besonders geduldete Roma aus dem Kosovo betroffen. Tausende sollen abgeschoben werden. Einige leben schon 15, 20 Jahre in Deutschland. Die Kinder kennen das Herkunftsland ihrer Eltern nur noch aus Erzählungen. Nach wie vor gibt es aber Ausschreitungen im Kosovo. KFOR-Soldaten schützen die Roma-Viertel. Die Arbeitslosigkeit liegt bei 95 Prozent. Das Flüchtlingswerk der Vereinten Nationen UNHCR appellierte deshalb an Deutschland, die Abschiebungen auszusetzen und den Roma ein festes Bleiberecht zu gewähren, bislang erfolglos.